Ja, hallo meine Freunde. Ich habe mir heute mein Grundgerüst für meine Solarmodule oben aufs Dach gebaut. Dann habe ich einen Holzrahmen gemacht von 4 Meter mal oder 4,10 mal 1,03 Meter oder sowas war das. Ich hatte ja eigentlich vor, hier nur 3 mal 100 Watt drauf zu hauen und dann mein 270er Panel, was ich da zurzeit eigentlich nur provisorisch liegen habe, auf meinem Vordach. Das sollte dann da in die Ecke hinkommen. Wir haben jetzt 18.30 Uhr, 19 Uhr. Ihr seht, die Sonne leuchtet immer noch. Also ich habe hier den ganzen Tag von morgens bis abends Sonne. Ja, jetzt fehlt mir leider noch ein Aluwinkel. Da habe ich mir hier gerade noch provisorisch ein Holz zwischengesetzt. Da muss ich mir einen Winkel bauen, damit das hier ein bisschen stabiler ist. Und ja, an den Außenkanten, ja, da habe ich mir auch aus Scharnieren und Winkelhalterung gebaut, weil ich etwas Luft zwischen der Plane und dem Gerüst haben muss und auch wollte, weil in der Mitte, seht ihr, habe ich vielleicht 5 cm und nach außen geht es gute 10 cm. Also wie gesagt, wie so ein kleiner Giebel hier am Ende. Um das auszugleichen, musste ich das leider sehr hochsetzen, also rund 8 cm. Ja, das ist so eine kurze Zwischenbilanz hier. Ich hoffe, dass ich morgen, übermorgen meine Panels hier drauf kriege, Module. Boah, ich stehe hier auf der Leiter, sehr wackelig. So. Wie gesagt, die Sonne blendet gerade, kann man schlecht sehen, denke ich. Hier habe ich hier einen Winkel drunter gebaut an das Bosch-Profil. Hier oben mit 4 Schrauben befestigt. Ich hatte leider nicht wirklich das Werkzeug, jetzt Säge und Co. Habe ich zurecht frimmeln müssen. Aber das sind 30er Profil mit 3 mm Stärke. Das sollte halten. Und ja, da oben, ich nehme mal eben die Leiter, damit ich mal einmal da hochgehen kann. Ja, oh, Hilfe. Hier das gleiche Spiel. Aluwinkel, allerdings nur mit 3 Sechser Hammerschrauben. Hammerkopfschrauben heißen sie, glaube ich. Und das ist halt so eigentlich ein Türscharnier gewesen. Das habe ich etwas verdreht auf beiden Seiten, dass ich es gut anlegen kann. Hier ist nochmal ein Anschlag. Das ist gar nicht runter. Das ist, so wackelt das ganze Blech bzw. das ganze Dach. Wenn was wegfliegt, dann fliegt das ganze Dach weg. Ja, das ist so meine Aktion von heute gewesen. Da sollte ich jetzt also auch ein bisschen zügig die Tage meine Module drauf kriegen, weil hier steht alles fix und fertig für meine Inselanlage. Hier habe ich schon mal so provisorisch mein, ja, ihr seht es, 2 schöne dicke Batterien, 12 Volt, 210 Ampere, 800, also Amperemeter und 800 Ampere, so Gel-Batterien wohlgemerkt. Da baue ich mir noch einen Kasten drumherum. Dann habe ich von den Modulen relativ kurz, jetzt überlege ich, ob ich mir hier einen Schaltkasten hinsetze oder hier, aber ich denke mal besser hier auf diese Seite, das ist, weil da oben habe ich hier eine Steckdose, wo dann der Wechselrichter und mein Gedönse reinkommt. Ich muss das Zeug ja nicht drin haben und ewig da auf Uhr gucken, das Ding soll laufen. Und dann gehe ich von hier draußen halt mit dem Kabel einmal ins Vorzelt rein und einmal ins Mobilheim. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Wie gesagt, da oben liegt ganz provisorisch meine 270er Platte drauf. Die arbeitet schon. Ach, das ist mein Restposten vom Schrott noch. Das kennt ihr ja alles schon. Okay, das reicht jetzt hier für heute. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir heute am Montag, den, keine Ahnung, 22. auf jeden Fall irgendwas im April.
Okay, bis dann. Alles Gute. Norbert vom Kanal, da wo immer die Sonne scheint. Schaut's euch an. So, und tschüss.